Und weiter geht's. Willkommen zurück zu Let's Play Farewell North. Mutti geht's nicht gut. Wir wollten uns erst einmal umsehen, in der Hoffnung, irgendwo etwas zu finden, was wir aktivieren dürfen. Es gibt Schafe, die wir aktivieren können. Die Frage ist, wo die denn hin sollen. Und ich habe eben auch noch im Augenwinkel, als wir irgendwo langgelaufen sind, ein Irrlicht gesehen. Die Frage ist, wo? Wo waren wir da? Kommt da nicht hoch? Muss ich andersrum laufen? Komme ich auch nicht hoch. Ja gut. Mutti muss erstmal da sitzen bleiben, bis ich alles geschafft habe. Und vor allem, bis ich mein Irrlicht habe. Die sind mir im Moment so ziemlich am wichtigsten. Da ist eine Wand. Die kriegen wir nicht einfach so weg. Da haben wir das Irrlicht, das ich vorhin gesehen habe. Ja, wir können uns nicht verletzen, alles ist gut. Aktivieren schon mal die Schafe. Denn ich glaube, die müssen sowieso hier hoch, ne? Ja, Kelly braucht sich keine Angst zu machen. Wir wissen schon, was wir zu tun haben. Wir müssen nur wissen, wohin. Du würdest mich jetzt zu den Schafen führen. Und du möchtest, dass wir die Schafe nach oben treiben, dort in die Höhle hinein? Okay, mache ich mal. Ich glaube nicht, dass das richtig war, aber scheint richtig gewesen zu sein. So, jetzt ist die Frage, wo ist das Irrlicht hin? Es ist nicht mehr hier. Dann wird es wahrscheinlich in der Höhle sein. Ja, da. Okay, wir haben das Irrlicht und die Schafe bei Haley. Kaylee. Okay, die Schafe haben eine große Figur vernichtet, weggemacht. Jetzt müssen wir noch die anderen Schafe finden. Es gibt offensichtlich noch eine zweite Herde, die wir nutzen können. Aber die Frage ist, wo? Und sie dachte, sie kriegt das mit uns nicht hin. Ich bitte dich, Kaylee. Hab mal ein bisschen Vertrauen zu uns. Wir sind ein Hirtenhund. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Tor dort oben benutzen müssen, aber da komme ich ja gar nicht hin. Hier ist alles abgesperrt. Mit Absicht wahrscheinlich, weil wir da gar nicht hin sollen. Aber es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, hier hochzuspringen. Gibt es aber nicht. Also muss es einen anderen Weg geben. Da hoch. Aber hier rein gibt es auch einen Weg. Okay, ist bloß ein Rundweg. Okay, ist in Ordnung, dann nehmen wir diesen hier. Jetzt führt ein Weg hier hoch. Manchmal weiß man nicht, was ist Erinnerung und was ist Realität. Das hier ist definitiv eine Erinnerung. Aber wenn man davon ausgeht, dass man vorher dieses Tor hatte, das dann plötzlich weg ist, oder sind wir hier nur in Erinnerung unterwegs und in Wirklichkeit ist das Tor noch da? Kann ja nicht sein. Wir sind ja später auf der Insel wieder unterwegs und da ist das Tor weg. Alles recht kompliziert. Kein Ort, an dem man Platz nehmen kann. Schade. Ja gut, dann geht erstmal weiter. Uns fehlen auch noch 4 Irrlichter. Guck mal, wir wissen noch genau, was wir zu tun haben.
Oder auch nicht. Lauft mal hinten rum. In der Hoffnung, dass das richtig ist. Ja, sieht gut aus. Nee, ihr müsst jetzt einmal bitte drehen. Und geschafft. Puh, da ist eine Höhle. It's a miracle you still trusted me after that. Dafür haben wir dich. First time working together and we meet a really stubborn ram. I had no idea what to do. But you did. Dafür haben wir dich zu lieb. You know, I never realized just how much you loved working with sheep until Mum got sick. When I started taking you out and we worked the first farms together. Your excitement, it was... It meant so much. You just couldn't wait to get to work in the morning. Darting across the fields, weaving through the sheep, anticipating every command. From the crack of dawn till we got home at night, you never slowed down for a moment. Das ist wohl wahr. Ich würde gerne einen Blick zurückwerfen, da war eine Höhle. Anne, I know you were worried about Mom. But you let me in. And you trusted me. It was really special to be a part of that. With everything going on at the time. And you helped take my mind off things. Gave me something to focus on. I never thanked you for that, Chesley. I hope you know how much it meant to me. And I just hope I was able to do the same for you. Now, come on. What do you say, Chess? Let's try and find those tracks again, shall we? Nein. Ich muss wieder hinterherlaufen. Ich wollte mich doch gerade so ein bisschen umsehen. Weißt du was? Ich gehe trotzdem nochmal zurück. Ja, später. Eins nach dem anderen. Ich komme gleich hinterher. Ich will bloß noch einmal gucken, was dort hinten in der einen Höhle war. Und ob das für uns wichtig gewesen ist. War das vielleicht der Punkt, wo wir hergekommen sind? Ich kann es mir nicht mehr ganz vorstellen. Ich suche ja immer noch nach Spots, an denen wir uns einfach hinsetzen können. So wie hier. Eigentlich ist das auch ein guter Spot, aber trotzdem. Das ist er nicht. Das Schöne ist, dass wir schon so viel Ausdauer haben, dass wir eine ganze Weile laufend unterwegs sein können. Sind wir hierher gekommen? Ja, scheint so. Ist uns nichts weiter, ne. Boah.
Ja, stimmt. Das ist die Höhle, wo wir durch sind. Ah, okay. Mit den Schafen. Ich verstehe. Das heißt, hier habe ich nichts verpasst. Ich guck trotzdem nochmal hier oben, ob sich dort noch irgendwas befindet. Aber eigentlich dürfte es nicht der Fall sein. Ne. Sehr schön. Okay, das bedeutet, hier haben wir nichts mehr zu suchen. Dieser Spot ist komplett ausgenutzt und ausgenudelt, ausgelutscht. Oben kamen wir nicht rauf, auch wenn es erstmal so aussieht, als wenn dort oben was zum Sitzen ist, aber nö, da ging es nicht hin. Und wir können ihr jetzt wieder ganz normal hinterher. In der Hoffnung, irgendwann dieses Tier zu finden, was sie die ganze Zeit sucht. Aber eigentlich sind das doch unsere eigenen Spuren, oder? Wenn wir hier so schon mal gewesen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch andere Tiere großartig unterwegs sind, wenn nicht mal mehr Schafe hier unterwegs sind. Hier ist ja nichts, gar nichts. So, gleich sind wir wieder bei Mutti. Können zwar dort runter gucken, aber wir können nicht selber runterspringen. Und das Gebiet ist auch noch sehr groß. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch sehr viel zu erkunden ist, sehr viel zum Sitzen. Da sind die anderen Spuren. Da sind Rinder. Ja, zusätzlich zu den Schafen müssen natürlich auch Rinder kommen. Kann es sein, dass Chesley sich dort verletzt hat bei den Rindern? Irgendwie muss sie sich ja noch die Schuldgefühle einreden. Seems like they're heading into the woods. Come on, Jess. This way. Follow me. Ach, jetzt wieder hier hoch? Bevor wir das machen, würde ich aber hier einmal kurz rein. Du hast die verlorene Highland-Kühe. Campbells used to keep up here. You'd even heard from around, especially the Weens. Wo sollen die denn hin? Definitely not the source of our tracks, though. Und sie sind weg. Okay, das war jetzt einfach bloß so aus Spaß oder wie? Aus Spaß an der Freude. Ach, und wir sind wieder hier. Wir haben sozusagen einen anderen Weg freigeschaltet. Ich verstehe. Stimmt. Hier kamen wir vorher nicht durch. Wir haben sozusagen eine Abkürzung geschaffen. Oh, nice. Sehr gut. Na dann, wollen wir mal weiter nach oben. Okay, das Irrlicht schnappen wir uns. Genau, geh mal lieber nach oben. Ich finde es jetzt nicht so geil, ins Wasser zu springen und den Wasserfall hinunter zu plumpsen. Dann haben wir nur Stierkont. Ich komme. Also die Kühe zu retten, das war definitiv eine unserer Aufgaben. Sehr schön. Aber wo ist das Irrlicht jetzt hin? Ist das hier hinten verschwunden? Das scheint so. Will es uns damit zeigen, dass wir jetzt die Abkürzung geschaffen haben? Wahrscheinlich ist das auch ein Hinweis gewesen, wie wir an die Rinder rankommen. Wo ist denn das Irrlicht jetzt hin? Das war doch hier unten. Oder nicht?
Ach, da oben. Oh Gott. Ja, mein Fehler. Sorry. Wir gehen wieder nach oben. Oh Gott, Entschuldigung. Auch sowas kann passieren, dass man sich auf Dauer natürlich irgendwann mal erkältet. So, jetzt aber. Dankeschön. 3 von 6. Also es fehlt immer noch die Hälfte und immer noch 2 Sitzplätze, die wir noch nicht haben. Und das missfällt mir total. Aber wenigstens haben wir das hier alles schon mal erkundet und können jetzt weiter durch den Wald. Hier hinten ist doch garantiert auch noch was, oder? Nee. Nur du? Aber du warst die ganze Zeit schon hier. Große Mauer, die gefällt mir gar nicht, weil ich da nicht rüberkomme. Oh, look. There she is. Ein Fuchs. Ich habe mir sowas in der Art schon gedacht. Oh, she's beautiful. Okay. I don't want to hurt you. Oh, wait. Has she got a limp? I'm gonna have to get a closer look. Zum ersten Mal steuere ich sie. Also, abgesehen vom Kanufahren. Come on. I'm trying to help. Where'd you go? Kann ich bellen? Da hinten, da ist sie. Warte nur ein kleines bisschen. Was hast du da, einen Vogel? Hey, it's okay, little one. I'm not gonna hurt you. Ugh, I can't quite tell what's wrong. But she looks hurt. I've gotta get a closer look. Well, I'm not gonna get through there, am I? Can't need to pick up the tracks on the other side. Okay, also müssen wir jetzt einen Umweg gehen, um dementsprechend zum Fuchs zu gelangen. Wo ist eigentlich Chesley? Ah, ich kann sogar rennen. Ach, na denn. Ich konnte nicht bellen, ich konnte nicht langsamer gehen. Dachte, rennen geht auch nicht, aber doch, das geht. Da ist nachher der Weg weiter. Das heißt, wir sind mit dieser Insel eigentlich schon so ziemlich durch, obwohl uns immer noch die ganzen anderen Teile fehlen. So, wo ist der Fuchs? That looks like the trail. Okay, you're heading up a ridge. Ich komm hoch. Ich komm zu dir. Ich fang dich ein. Die Frage ist, wie weit wir noch laufen müssen. Wir müssen den ganzen Weg auch wieder zurück. Weiß ja nicht, ob Chesley schon irgendwo irgendwelche weiteren Irrlichter aufgegabelt hat, aber ich glaube ja nicht. Wir haben auch immer noch nichts zum Hinsetzen gefunden.
Da hinten. Da ist er. Damals war es nur eine Höhle. Oder ein Felsen. Hey, it's alright. It's okay. I'm not here to hurt you. Just want to make sure you're okay. Ach, nur bleib doch stehen. Oh. Und er haut wieder ab. Wir haben die halbe Insel wieder erkundet, ohne irgendetwas mitzunehmen und ohne irgendwelche Sitzplätze dann auch zu vereinnahmen. Eieiei. Die könnten überall gute Sitzplätze sein. Aber gut. Wir folgen erstmal weiter den Fußspuren, so lange, bis wir irgendwas Gutes finden. So wie dich. Jetzt. Come on, last try. I'll leave you be, I promise. I just want to see that paw. Oh, I'm sorry. I wasn't trying to hurt you, Mum, I promise. It looks like it might be a wee screen. I don't think it's anything serious. And I can see that she's got you to protect her. I'll let you be. So wie es aussieht, ist da vorne wieder ein Schloss, das wir begutachten dürfen. I forgot how beautiful the hikes were around here. You know, we've got time. We could bag a Monroe or two if you're up for it. There's some great paths leading from the glen. If not, we can just press on. The dock's just down below. Oh Gott, die Endszene. Lasst gern ein